Ein Spiel im DFB-Pokal. Der TSV 1860 München gegen Union Berlin. Und ich habe heute einen eindeutigen Favoriten, nämlich Union Berlin. München gerade aufgestiegen, Union schon lange in der, also München gerade erst in die dritte Liga aufgestiegen. Und Union Berlin, ja, die sind einer der besten Zweitligavereine der deutschen Zweitligavereine. Also bis jetzt. Steffen Schuber ist der heutige Leiter. Und ich muss noch was dazu sagen, nämlich da steht immer Freundschaftsspiel, weil ich kann das nicht in meinem einzelnen Turnier machen, weil sonst würden die nämlich immer sagen, 4-2-2-2, 4-2-2-2, weil sonst würde der da immer sagen, du musst einen Verein wählen, den du spielst, aber ich möchte das nicht, ich möchte das automatisch machen, deswegen mache ich das so, aber nicht wundern, 4-1-2-3, schöne Aufstellung. Oh, warte. War vergessen. Ich habe nichts, es ist nichts, es ist nichts los, ist alles clean. Okay, es geht los. Schmiedebach, München mit dem Angriff, verliert aber den Ball. Fehlpass zu Moll. Jetzt zu Moll, Wein. Schmiedebach. Gugia. Trimmel von Union Berlin ist am Ball. Sehr viel Schwung bis jetzt schon in den ersten 5 Minuten in diesem Spiel. Jetzt München am Ball. Ah, guter Pass. Guter Pass, er kommt da durch und jetzt Moll, Moll, Moll. Verliert den Ball. Jetzt hat Union Berlin ins Aus geklärt und da hat der Münchner nicht aufgepasst und den Ball ins Ausgepasst gekullern lassen. Zielreis, Prommel. Stefan Lex hilft zum Aus. Parenz, Schmiedebach. Über der Mittellinie sind sie jetzt schon angelangt. Moll kann nicht richtig den Ball kontrollieren. Friedrich, Gogia. Also wenn Berlin heute nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht weiter eigentlich. Weil, obwohl, Mölders, Zierreis! Guter Schuss. Richtig gut haben die das gemacht. Aber ich glaube, der wäre sonst nicht reingegangen. Aber mal schauen. Obwohl München auch eine Chance hat, weil manchmal verlieren ja auch die Underdogs, muss man auch sagen. Es wäre schön, ich würde es den München auch gönnen. Besonders wie sie jetzt im Moment spielen. Haben die erste und beste Chance wahrscheinlich bis zur Halbzeit jetzt gehabt. Zierreis, Lex. Und dazu ist München auch noch heim. Schlechte Flanke, schlechter Knipser. Ja, Friedrich gegen Lex. Nee, Reiche gegen Wein. Verliert der Münchner das Duell. Jetzt kommt Union der Berlin ran. Jetzt könnte er flanken, macht er aber nicht. Verliert den Ball. München läuft ins Aus. Reiche ist jetzt da, könnte flanken, macht es aber nicht. So, jetzt Paul, jetzt kommt der Konter, jetzt muss der Konter kommen. Lex hat wahnsinnig gutes Tempo. Er muss sich jetzt beeilen. Jetzt Zierreiß, ein bisschen dribbeln, dann ist er frei, dann kann er frei aufs Tor rennen. Macht er aber nicht. Ronaldono, läuft, passt auf Brömmel. Brömmel. Und
der Verteidiger aber gut ab. Reichel. Kommt jetzt die Flanke. Kommt die Flanke, ja, aber Bonnmann sollte ihn eigentlich haben. Ja, so ist es. Karger. Wein. Paul. Das war eine Grätsche, aber die wird nicht unterbindet. Brümel ist immer noch da, verliert den Ball, aber jetzt gibt es einen Freistoß. Wird da wahrscheinlich nicht direkt versuchen, das wird eine Flanke werden. Und eine riesen Kopfballmöglichkeit. Sehen wir noch mal eine Wiederholung von dem Berliner. So, jetzt die von Trimmel, die Ecke wird ausgeführt. Klärt München, aber der Ball ist immer noch bei Berlin. Nähern sich wieder dem Strafraum. Aber die Münchner lassen ihn nicht und das war wieder ein Foul. Dafür gibt's nichts. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Und jetzt, diesmal wird geklärt. Aber jetzt ist immer noch Berlin am Ball. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann München frei hinlaufen zum Tor. Machen das sehr, sehr gut. Karger verbraucht seine Energie für gar nichts, denn Union hat wieder den Ball. Im Strafraum von Union Berlin spielen sie rum mit dem Ball. Provokant zu München ein bisschen, muss ich sagen. Wir sind schon fast bei der Halbzeit angelangt. Schmiedebach. Brömel. Und jetzt hat Union-Spieler freien Zug. Immer noch bei Union Berlin. Knapp vor der Auslinie. Und jetzt die Flanke. Und ich glaube, er hat einen Fallrückzieher versucht. Und was hat der Torwart gerade gemacht für eine gute Parade? Das war wirklich gut, muss ich sagen. 0-0. Anstoß der zweiten Halbzeit. Gehen nicht auf die volle Offensive. Entschuldigung, kleine Unterbrechung. Berlin wird gefährlich. Das ist gut. Nein, doch nicht. Ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber vielleicht wird das eine gute Chance. Er kann schon auch von da schießen, macht er aber nicht. Schmiedebach. Andersson! Der Torwart macht das da richtig gut. Was für ein schöner Dreieckpass. War das 3-Eliminate-Konferenz? Tschüss. Spaß. Die Ecke wird ausgeführt. Und was für eine Möglichkeit schon wieder für die Berliner. Aber der Torwart ist heute richtig on fire. Und schon wieder die Berliner. Schon wieder. Und jetzt Gorgia. Das muss es doch sein. Nein, ist es nicht. Wein verliert den Ball. Gewinnt ihn aber, drängt ihn ins Aus. Wechsel. Kindsvater kommt. Lex geht. Und Hellung und Rendono kommt. Der erste für München, der zweite Wechsel war für Union Berlin. München am Ball. Die hellblauen. Schon wieder ist Berlin am Ball. Schmiedebach hat heute einen guten Tag. Hegelung.
könnte die Flanke einschlagen, macht er nicht. Man muss sagen, Berlin ist überlegen. Jetzt kommt der Bruder von Toni Kroos, nämlich Felix Kroos, in die Partie. Jetzt könnte er flanken, macht er aber nicht. Es war aber auch eine blöde Position. Und jetzt hat München den Ball im Strafraum außerhalb. Jetzt wieder zum Torwart, zu Bonnmann. Schießt ihn in den Innenkreis. München spielt aber heute auch gut, sehr gut. München. Bielefeld. Union Berlin. Jetzt muss doch endlich mal das Tor fallen. Es muss das Tor fallen. Einwurf. Mauersberger geht, Felix Weber kommt und Senyum La kommt und Harte geht. München. Wieder am Ball. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Jetzt nicht mehr am Ball. Schmiedebach. Verliert den Ball an Ceres. Jetzt holt er ihn sich zurück und das ist die Chance. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Anderson. Mach ihn rein. Nein. Jetzt. Immer noch nicht. Das war die 100%ige Möglichkeit. Aber nein. War klar. Latte. Ich hätte ihn reingemacht. Ach, was ich soll. Ich kann überhaupt nicht spielen. Spaß, nein. Scherze, nein. Kindsvater verliert den Ball an Schmiedebach. Holt ihn sich zurück. Nee, doch nicht. Anderson ist am Ball. Die Nummer 10 muss ich hier beweisen, aber nicht mit so einer Flanke. Zurück zu Bonnmann. Wir sind schon in der 75. Spielminute. Gigoya. Und jetzt die Flanke. Und das muss das Tor sein. Nein, Pfosten. Und jetzt Schmiedebach. Das ist auch nicht. Unfassbar. Spielt gefühlt nur Union Berlin. Komm schon, das muss es doch jetzt sein. Ich wette, dass es jetzt ist. Man fragt sich nur, für welche Seite. München oder Berlin? Trimmel? Toni Kroos? Ja, Felix Kroos, natürlich. Nicht gut gespielt. Schmiedebach versucht, den Ball zu holen. Kriegt er auch hin. Hedlund. Müsste ja zu Anderson querspielen. Macht er nicht. Er macht einen Alleingang. Spielt zurück zur Mittellinie. Parenz. Jetzt Schmiedebach. In der Mitte. Und jetzt eine Flanke nach außen. Und jetzt Gorgia. Ja, versucht's alleine. Da meckert Anderson schon rum, das hätte abspielen können. Es ist schon die 88. Minute, noch immer kein Treffer. Das ist schon wundernswert. Wenn sie wieder ins Elfmeterschießen kommt, dann weiß ich nicht, was los ist mit denen. So, jetzt. Jetzt, wo ich mir die München heute so angeguckt habe, habe ich das Gefühl, die sind sogar überlegener. Überlegener. Und da hätte Bonnmann fast einen Patzer gemacht. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und jetzt kommt es in die Verlängerung. Ich bin gespannt, was jetzt abgeht. Ist schon wieder ein Seitenwechsel. Felix Kroos.
Senjulahu Hedlund. Hedlund. Jetzt Schmiedebach. 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 Macht ihn zu Anderson und Bonnmann. Hält ihn wieder einmal. Also wird heute ein anderer Keeper im Tor stehen, dann weiß ich nicht, was dann sein würde. Der ist heute einfach so on fire. Und jetzt Kindsvater. Und jetzt Kaga. Und jetzt Kaga. Gigoya. Anderson. Wein. Mal. Lorenz. Hedlund. Münchner, komm ran. Die Münchner, komm ran. Er kann schießen, er kann schießen. Mölders, Mölders. München schießt einfach nicht selber. Die warten immer, die denken sich, ja, ja, ich habe Zeit. Haben sie nicht. Denn Berlin kommt da sehr schnell ran. Und jetzt. Was? Und was? Was für eine Möglichkeit? Pfosten. Das wäre ein Traumkopfball geworden. Es geht weiter. Es geht mal wieder weiter. Paul spielt ab zu Moll. Jetzt hat Berlin den Ball. Felix Groß auf Gorgia. Senjulahu, Gorgia. Immer noch Gorgia und jetzt Anderson. Und Anderson macht ihn rein. Es war aber auch klar. Irgendwann wird einem klar, dass man ein Tor machen muss. Und da kann Bonnmann auch nichts dran ändern. Da kann man nichts dran ändern. Irgendwann muss der Ball einfach im Tor sein. Das haben sie auch endlich geschafft. 1 zu 0 oder 0 zu 1. Je nachdem, welche Sicht. Weil jetzt möchte München auch unbedingt den Ausgleich. Also ich würde auf jeden Fall gerne den Ausgleich. Also wäre ich ein München-Spieler oder München-Fan oder München-Trainer oder irgendwas, was mit München zu tun hat und positiv ist. Franke gescheitert. Zell irgendwas. Kann den Namen nicht. Schmiedebach ist heute ein sehr guter Spieler. Und jetzt Gorgia. Gorgia könnte ablegen. Macht es nicht. Doch, macht er. Aber der andere Spieler verliert den Ball. Jetzt Schmiedebach. Schmiedebach auf Zell-Nulahu. Jetzt zu Felix Groß. Felix Groß. Wenn die jetzt ein Tor machen, dann ist es entscheidend. Gorgia. Gorgia und Anderson und Bonnmann hält den Ball. Die Kugel. Noch eine Minute zu spielen. Felix Groß. Anderson. Immer noch Felix Groß. Immer noch. Spielt ab auf Reichel. Felix Groß. Das ist ein Freistoß. Den können sie jetzt direkt versuchen. Machen sie nicht. Felix Groß. Trimmel. Und Hedlund. Ecke. Das wird die letzte Möglichkeit sein. Union hat, glaube ich, klar gewonnen. Jetzt die Ecke, die Ecke. Jetzt sollte es jeden Moment vorbei sein. Vielleicht noch ein Tor für Union Berlin. Das machen sie nicht, das schöne 2 zu 0. Eine Ecke. Von Moll wird es ausgeführt. Und was für ein Tor! Senjulahu! 120. Minute, 2 zu 0. Was für ein sofortiges Tor. Das war wirklich gut. Das einer der schönsten DFB-Pokaltore, die ich je gesehen habe.
wirklich gut in den Winkel rein. Damit besiegelt Union Berlin 1860 München und damit ist es vorbei. Union Berlin siegt klar mit 2:0 nach Verlängerung. Ich bedanke mich für das Angucken. Nimmt es mit Humor. Das soll keine Prognose sein. Es soll einfach nur zum Spaß für euch sein. Nehmt es nicht zu ernst. Bye bye und ciao, Leute.